Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Glocken der Martinskirche in Münzmünster. Herzlich willkommen in der wohl ältesten evangelischen Kirche zwischen Ingolstadt und Abensberg, zwischen Pfaffenhofen und Kelheim. Vor 75 Jahren von einer kleinen evangelischen Schar in Münzmünster auf eine leuchtende Zukunft hin erbaut. Fast 100 Menschen finden in der Kirche Platz, wenn nicht gerade ein Virus zu großem Abstand zwingt, obwohl damals nur etwa 40 Evangelische in Münzmünster lebten. Auf Zukunft ausgerichtet und doch Teil der Erinnerungen der evangelischen Kirchengemeinde Vohburg. Hier liegen die Wurzeln. Zwar wurde fast 40 Jahre später der Sitz der Kirchengemeinde in die Nachbarstadt Vohburg gelegt, aber die Martinskirche bleibt die Wiege der Kirchengemeinde. Es ist heute der Sonntag der Erinnerung, Reminiscere. Der lateinische Name sagt es bereits, Gedenke. Gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit und an deine Güte, die von Ewigkeit her gewesen sind. So das Wort aus Psalm 25, das dem Sonntag seinen Namen gegeben hat. Das Spannende dabei, nicht wir sollen uns erinnern, etwa an Situationen in unserem Leben, die gelungen sind oder wie misslungen sind, oder an Situationen, in denen Gott uns geholfen oder uns durch Schweres hindurchgetragen hat. Nein, Gott soll erinnert werden an seine Barmherzigkeit und an seine Güte, daran, dass er sein Volk, die Menschen, dass er uns vergeben hat und immer wieder neu vergeben möge. Wir beten. Guter Gott, wir danken dir, dass du uns immer wieder aufrichtest und bitten dich, lass uns deine Barmherzigkeit nicht vergessen, die du uns erwiesen hast, sondern hilf uns, auf deine Verheißungen zu vertrauen. Durch Jesus Christus, unseren Herrn und Bruder. Amen. Wir erinnern uns immer wieder an Besonderheiten in unserem Leben. Das wird uns heute ja auch ganz leicht gemacht. Meine Foto-App auf dem Handy erinnert mich jeden Tag daran, was in den letzten Jahren los war. Die Fotos, die ich gemacht habe, belegen die wichtigen und oft auch weniger wichtigen Ereignisse. Den Sonnenuntergang im Urlaub, das Mittagessen am 28. Februar 2017, die Geburtstagsfeier. Dabei lässt sich das, was wirklich wichtig ist, oft gar nicht im Bild festhalten. Weder das Glücksgefühl bei der Geburt eines Kindes, noch die Liebe zwischen zwei Menschen. Schon gar nicht Gottes Segen bei der Hochzeit, einer Taufe oder der Konfirmation. Auch die Trauer, wenn einer der besten Freunde viel zu früh stirbt, kann nicht wirklich fotografiert werden. Dabei würden wir doch gerade diese intensiven Momente des Lebens gerne konservieren. Das Glück, die Liebe oder auch die Gewissheit, dass der barmherzige Gott bei uns ist, unser Leben segnet und begleitet. Die Martinskirche in Münzmünster steckt voller Erinnerungen. Erinnerungen an Menschen, die hier den Anfang wagten als kleine Schar mitten im katholischen Umfeld. Entstanden, wenn man dem Glauben schenkt, was seit Jahrzehnten erzählt wird, entstanden ist die Martinskirche, weil sich jemand den Mantel am Ofen im Wartesaal des Bahnhofs verbrannt hatte, in dem die evangelischen Gottesdienste bis dahin gefeiert wurden, natürlich im Wartesaal zweiter Klasse. Die Martinskirche erinnert aber auch an den Mut der wenigen Evangelischen vor 75 Jahren. Sie vertrauten auf die große Barmherzigkeit Gottes, mit denen deren Hilfe die kleine Schar weiter wachsen würde. Mehr als doppelt so viele Plätze wie nötig haben sie damals geplant und gebaut. Heute sind wir froh über die 15 Einzelplätze, die wir mit ausreichend Abstand belegen dürfen. Der Name der Kirche belegt die Erinnerung der Menschen an Martin Luther, dessen Reformation sie ihr Evangelischsein verdanken. Nach diesem Martin nämlich ist die Kirche benannt und nicht nach dem heiligen Martin, wie viele im katholischen Umfeld vermuten. Mindestens genauso spannend wie die Geschichte der Martinskirche in Münzmünster ist, dass am heutigen Sonntag Reminiscere wir Gott darum bitten, dass er sich erinnern möge an seine Barmherzigkeit und seine Güte. Gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit und an deine Güte, die von Ewigkeit her gewesen sind. So heißt es im Psalm 25, dem Psalmgebet für diesen Sonntag.
Hinter dieser Bitte steckt die Angst, dass Gott uns vergessen könnte, dass er sich von mir abwenden könnte angesichts dessen, was alles nicht so gut läuft in meinem Leben. Ja, vieles gelingt scheinbar gut, aber manches liegt eben auch im Argen, das weiß ich selbst am besten und oft schmerzt es. Es ist eben auch ein Leben mit Leid und Schmerz und Versagen. Daran muss mich niemand erinnern, das weiß ich selbst. Ein Leben, in dem ich auch immer wieder vergesse, was Gott Gutes für mich tut, dass er mich behütet und begleitet. Ein Leben, das nur allzu oft durch oberflächliche Bilder dargestellt wird, aber nicht durch die tiefen Gefühle, die es erst zum wahren Leben werden lässt. Deshalb steckt hinter der Bitte des Psalms auch die Sehnsucht nach Gott, der barmherzig und gütig ist, der meinem Leben, das manchmal so arm an Sinn ist, erst den Sinn gibt. Der barmherzig und gütig ist und mir die tiefen Erinnerungen bewahrt, die über zweidimensionale Bilder hinausgehen. Der die Arme ausbreitet, mich umfängt und segnet. Am Kreuz breitet Jesus die Arme aus, gezwungenermaßen zugegeben, aber eben doch ein Zeichen. Der Gekreuzigte segnet und umfängt mich selbst in den schwersten Momenten des Lebens. Ein Mensch wie wir, durch den Tod gefangen wie wir, aufgehoben in Gottes Barmherzigkeit wie wir. Er umfängt mich mit den ausgebreiteten Armen und segnet mich. Auch die Passionszeit ist Erinnerungszeit. Wir erinnern uns an das Leiden und Sterben von Jesus Christus. Aber erinnern wir uns auch an die Barmherzigkeit und Güte Gottes? An die Arme, die uns umfangen und segnen? An Gottes Hilfe in unserem Leben? Auch daran möchte der Gekreuzigte uns erinnern. Der Christus, der am Kreuz seine Arme ausbreitet. Er ist aber auch eine Bitte. Gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit und an deine Güte, die von Ewigkeit her gewesen sind. Nimm mich an, mit all meinen Fehlern und Schwächen, mit allem, was mir selbst schwer fällt, anzunehmen. So bleibt uns zweierlei zu bedenken in diesen Wochen. Die Erinnerung an das, was Gott uns Gutes getan hat und immer wieder tut in unserem Leben, an die ausgebreiteten Arme, die uns auffangen. Und Gott zu erinnern an seine Barmherzigkeit und seine Güte im Gebet, im Lied oder einfach nur im Innehalten. Denn wir haben einen Gott, der sich erinnern lässt. Gott sei Dank. Amen. Wir beten. Du bist barmherzig, guter Gott. Deine Barmherzigkeit rettet, deine Barmherzigkeit heilt, deine Barmherzigkeit beschützt. Erinnere dich an deine Barmherzigkeit und rette deine Schöpfung. Erinnere dich an die traumatisierten Kinder in Flüchtlingslagern und an Menschen, die kein Zuhause haben. Erinnere dich an die Mutigen und die Schwachen. Heile die Kranken, besonders auf den Intensivstationen, und erinnere dich an die Genesenden. Erinnere dich an die, die sich für Kranke einsetzen und an die, die ohne Umarmung Abschied nehmen mussten. Erinnere dich an die Trauernden, erinnere dich an deine Barmherzigkeit und beschütze die dir vertrauen. Erinnere dich an die Verfolgten in aller Welt, erinnere dich an die Verzweifelten und die, die um ihre Existenz fürchten. Erinnere dich und verwandle diese Welt durch die Liebe von Jesus Christus heute und an jedem neuen Tag. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gottes Liebe wärme dich, Gottes Gegenwart umstrahle dich, Gottes Geist möge in dir sein. Gottes Kraft soll in dir wirken, Gottes Zärtlichkeit soll dich beschützen, Gottes Licht soll dir leuchten, Gottes Friede soll dich umgeben. So segne und behüte dich der lebendige und menschenfreundliche Gott, der Vater
und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.